Das Ende der Dynastie. Du bist gestorben. Ja, ist das auch tatsächlich so? Wie fangen wir jetzt an? Ich bin gespannt und drücke mal Respawn. Und wir sind zu Hause. Ah ja, in unserem Häuschen. Und warum bin ich eigentlich in der dritten Person? Jetzt bin ich wieder in der. Ah. Sehr gut. Ja, dann können wir doch erstmal. Wie spät haben wir es denn eigentlich? 23.15 Uhr. Das heißt, ich war auch eine ganze Weile weggetreten, nennen wir es mal so. Aber das Gute ist, wir können hier ein bisschen Sachen auslagern. So, den Bogen nehme ich mit. Das nehmen wir mit. Einfache Fackel, einfacher Rucksack. Armbrust nehmen wir mit. Ach so, warte mal, die Eisenarmbrust. Die packe ich mir. Was mache ich denn damit? Wir haben auch so viel gebratenes. Oder wir haben so viel Fleisch, das brate ich am nächsten Tag mal ab. Das sind 16 Kilo. Die Armbrust hat 17%. Die hölzerne Fe. Warte mal. Ah nee, ich dachte, wir brauchen eine hölzerne Filiole, aber wir brauchen Flakon aus Ton. So, was mache ich jetzt mal hier ran? Ich mal aus. Dass wir ein bisschen was sehen können. Und am nächsten Tag müssten wir eigentlich wieder Frühling haben und dann werde ich mal das ganze Fleisch abbraten. Kirschwein, den können wir verkaufen. Kupferbarren, die lege ich mal hier rein. Ist natürlich das Gute, wenn man überall so ein bisschen. Kisten hat, wo man was unterbringen kann. So, Leder kommt hier auch rein. Den langen Bogen werden wir verkaufen. Leimgewebe, das kann auch mit drüber. Die Metflasche drüber. Münzen nehmen wir mit. 301 haben wir. War ja groß einkaufen. Für den Winter extra diese Klamotten. Pelzumhang lassen wir an. Salz werden wir aufheben. Stückchen. Unbegrenzten Möglichkeiten. Den hebe ich auf. Falls wir den mal brauchen. Gerade getrunken. Habe ich den gerade getrunken? Nein. Gut, die Vergiftungssachen 19. Der wiegt nicht viel. Und die werde ich auch mal mitnehmen. Ich muss sagen, also da müssen wir jetzt gar nicht gegen irgendwelche Feinde mit Vergiftung kämpfen. So, Weizenbrot nehme ich mit. Wolle behalten wir auf jeden Fall. Zinnbarren. Ja, und die Zwiebeln, die werde ich, glaube ich, gar nicht verwerten können. Weil wir haben eh noch kein Rezept. Die lasse ich mal hier verderben. Dann haben wir gleich irgendwann mal. Kann man sich das ja abholen und Dünger machen. So, Pelzummer. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Auch wenn der gegen die Wölfe jetzt nicht gerade so. Kirschwein verkaufen. Das Fleisch. Das dürfte gleich runtergehen. Ehrenwein. Ausdauertrank. Den können wir auch verkaufen. Okay. So, wie spät? Ja, wird sowieso gleich Nacht. Beziehungsweise können wir ja mal schauen. Aber es hatten wir, glaube ich, schon, ne? Hier sieht es halt einfach schön aus. Jetzt mit der Mine da hinten. Nur waschen können wir uns hier nicht. Aus Gründen. Weil das Wasser nicht tief genug ist. Und dort hinten sind die Hirsche. Die da so lang stolzieren. Man denkt immer, die frieren extrem, aber wenn man Rehen und Hirschen, die näher kommt, die sind so warm. Die haben so eine Hitze. I need more Das ist ein clothes Wahnsinn. or some fire. Ja, du gehst jetzt zum Feuer. So, wir sind wieder warm und gehen erstmal schlafen. Schlafe bis zur nächsten Jahreszeit. Und dann sollte uns auch nicht mehr kalt sein.
Guten Morgen, mit dem Wasserfall hier hoch. Herzlichen Glückwunsch, du hast dein erstes Jahr überstanden. Naja, nicht ganz so, aber fast, ne? Sicherlich hast du die Grundlagen des Spiels bereits verstanden. Wenn du keine Lust auf weitere Tutorials hast oder einen Teil des Hoods ab deaktivieren möchtest, um besser ins Spiel eintauchen zu können, kannst du all die Dinge in den Spieleinstellungen anpassen. Das Tutorial lasse ich an. Alleine, weil ich es einfach witzig finde auch. Mit dem Spruch immer. So, jetzt ist die Frage, wie viel bringt uns gebratenes Fleisch? Das Doppelte. Und das ist auf 50% runter. Gut, das packe ich weg. Ich will nicht die nächste Vergiftung haben. Und wir braten uns mal ganz schnell. Fleisch. 80. Aber eigentlich nicht. Also ich habe nicht eingestellt, dass man mal ganz schnell irgendwie alles durchgebraten hat. Könnte ich vielleicht machen, schnelles Handwerken oder so nennt sich das. Weil ich glaube, das ist dann auch ein bisschen langweilig, hierzu zu gucken. Aber es ist eigentlich realistisch und das Fleisch, das sieht so lecker aus. Leicht von der Flamme geküsst, nicht ganz durchgebraten. Boah, wirklich hier so lange warten? Ein bisschen werden wir uns abbraten. Frage ist auch, na gut, wir könnten nach Piastovia. Kann man gleichzeitig die Map bedienen? Nee, kann man leider nicht. Okay, kommt leicht. So, ich gehe mal in die... Was? Du hast genügend Technologiepunkte gesammelt, um die Werkstatt freizuschalten. Je mehr Gegenstände du herstellst, umso mehr erhältst du Zugriff auf Gebäude, die es dir erlauben, bessere und haltbare Werkzeuge herzustellen. Vergiss nicht, dass du die Tutorials in den Einstellungen abschalten kannst. Ja, ich weiß, aber ich will nicht. So, aber ich will es dann doch mal, glaube ich, hier. Spieleinstellung. Giftung, schnelles Handwerk machen wir mal. Und bestätigen. So. Normalerweise würde ich das nicht machen, weil ich das auch richtig entspannt finde dann. Aber ich glaube, dann ist die Folge ja schon zu Ende, bis ich alles durchgebraten habe. So, das ist ja dann auch Quatsch. Okay, wir haben 60, 80 Fleisch. Wir haben 80. Wenn die wirklich 8 bringen, ist das kein schlechtes Geld. So, die Kappe kann ich jetzt mal wieder absetzen. Ne? Haare und so. Ja, und wir schauen mal. Wir sind ja wieder hier. Yeah, endlich. Wir waren hier oben. Wir könnten hier oben noch lang gehen, weil da ist ja der Wolf. Oder da waren die Wölfe. Und hier war dieses eine Gebäude. Ich frage mich aber, ob das wirklich jetzt so viel Sinn macht. Und, oder ob wir nicht endlich mal wirklich nach Klonika gehen. Und uns lieber hier auch noch ein bisschen umschauen. Also das Gebiet ist gesperrt, nehme ich mal an. Ich vermute mal, weil hier nichts ist, dass hier vielleicht wieder sowas ist. Also wir werden auf der Hut sein müssen. Ja, und unterwegs gehen, oder wir gehen einfach. Ist einfach nur schön. Gehen jetzt erstmal den Weg. Genau, wir gehen hier durchs Dörfchen und dann gehen wir hier lang. So ist der Plan. Also ich möchte jetzt auch endlich mal in Klonika ankommen. Ich bin auch gespannt, wie so eine größere Stadt aussieht. Endlich wieder Frühling. Also der Winter ist traumhaft schön. Da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Aber vom Blick her, sag ich mal, hast du einfach nicht so viel zu sehen. Das sieht alles doch recht eintönig dann irgendwie aus. Aber klar, so ist der Winter halt, ne? Und ich finde, den haben die richtig gut gemacht. So, Ostroja Skauki. Nee. Wir wollen nach Klonika.
Und nach so einem Winter sieht einfach die Natur auch wieder so, so schön aus. Für mich auch, wenn wir endlich wieder Frühling haben. Der dann immer so, der ist dann immer einfach schon da. Ganz plötzlich. So wie Weihnachten. Weihnachten kommt auch immer ganz plötzlich. Ach, schön. Endlich wieder Zivilisation. Tauben abhauen. Das mit den Fässern finde ich auch gut. Ich hoffe, wir können auch solche Sachen machen. Da können wir gar nicht ran. Und hier, diese Feuerstellen hätte ich auch gerne. So, was haben wir denn hier? Anschlagtafel. Steinreich. Abliefern an Dervan. 10 Steine. Es gibt 5 Münzen. Na, oho. Die nehmen wir doch mal an. Eintopfessen rechnet mit dir. Rechnet. Ach, das Eintopffest. Ach, verdammt. Das Essen. Zu Ehren unseres traditionellen, einfachen, doch sättigenden Leibgerichts wird in Bälde das Eintopffest stattfinden. Alle werden dringend dazu aufgerufen, dieses Vorhaben mit reichlich Zutaten zu unterstützen. Jede Hilfe wird vom Quartiermeister gebührend entlohnt. 10 Karotten, 6 Fleisch. 6 Fleisch hätten wir, Karotten hätten wir kaufen können. Nee, Fleisch habe ich abgebraten. Aber ich will auch nichts kaufen. Holzhacke, 12. Im Rahmen der aktuellen Modernisierungsmaßnahmen unserer Landwirtschaft möchten wir Bauern mit neuen Hacken ausstatten, da diese am häufigsten kaputt zu gehen scheinen. Alle sind dazu aufgerufen, überzählige Hacken beim Quartiermeister abzugeben, damit sie neu verteilt werden können. Eine Holzhacke, ich glaube, die braucht 2 Baumstämme. Es wären 24 Baumstämme. Jagedachs, nee, machen wir nicht. Ein Holzhammer an Drogomir. Ich habe meinen Hammer verloren. Schon wieder. Ich wäre dankbar, wenn jemand mir einen neuen bringen könnte. Für die Mühe bekommt ihr Lohn. Für Fragen danach, warum ständig meinen Hammer verliere oder warum die Bauhandwerker sich nicht selbst einen Hammer herstellen kann, bekommt ihr meine Faust zu spüren. Mhm. Ja, die können wir doch mitnehmen. Mal mit. Geh hacken. Muss mal ganz kurz. Ach ja, das Ende. Wie Zeit haben wir noch bis zum Ende? Zu wenig. Es ist immer viel zu wenig. Die Krähen sammeln sich. Sie wissen, dass sie bald ein Festmahl zu erwarten haben. Ja. Sprich beenden. Tschüss. Nein, du willst ihm doch nicht auf den Kopf hauen, damit er wieder klar denken kann. Also. Kleiner Junge, möchtest du kämpfen? Also, ja, ich bin schon versucht, mal draufzuhauen, bin ich ehrlich, aber nein, nein. Ach so, warte mal, wir brauchen 10 Steine. Das können wir doch gleich mal erledigen. Habe ich denn 10 Steine überhaupt? Nee, die habe ich rausgemacht, ne? Dann holen wir doch mal schnell welche. Also das sollte ja nun wirklich kein Problem sein, 10 Steine abzuliefern. 5 Münzen, naja, besser als nichts und vor allen Dingen haben wir Reputation. Die einfach viel, viel wichtiger ist. Was habe ich denn jetzt bekommen? Die Kräuterhütte. Also wir können dann schon mal richtig loslegen, wenn wir den Bauplatz gefunden haben, den ich endlich möchte. Also Problem ist, ich weiß ja noch gar nicht, was ich möchte. Ich hoffe, ich weiß es, wenn ich sehe. So, 10 Steine. Achso, warte mal, wo ist denn der überhaupt, der Typ? Wollen wir doch mal schauen. Seltsamer Junge, meine Schönheit unter Nachbarn. Ach, den haben wir ja auch noch. Die Story-Quest. Ach, wir haben ja auch noch eine Nebenquest. Steuern zahlen. Wie bitte? 300 Münzen? Nee, eine Münze. Ich muss eine Münze abgeben. Okay, 300 haben wir, aber eine Münze muss ich abgeben. Na, der wird ja Würfelhusten kriegen. Okay, abliefern an Dervan. So. Ich glaube, der kriegt einen Nervenzusammenbruch. Oh, das möchte ich auch mal machen, zum Finanzamt gehen und sagen, hier, meine Steuern.
Ach, der ist dahinter. Hinter der Taverne. No, da bist du ja schon. Reichen diese Steine? Ah, sie sehen solide genug aus. Hier ist deine Bezahlung. Du kannst dir davon wahrscheinlich keinen neuen Rücken kaufen, der den ersetzt, den du durch das Tragen all dieser Steine zerstört hast. Aber es ist immerhin etwas. Ja, ein neuer Rücken wäre wirklich gut. Ja. Das muss ich aber auch sagen. So, die haben wir abgeschlossen. Dann gehen wir unsere Steuern bezahlen. Oh, was für ein Grün. Ich bin so happy. Eigentlich ist diese Stadt wunderschön. Wir könnten uns natürlich auch überlegen, hier in der Nähe. Nee, hammerhart nicht. Nicht hammerhart. Nein, mach die Fackel aus. Ist ja peinlich hier. Tagebuch. Steuern zahlen. So, die müssen wir verfolgen. Und dann wollte ich mal ganz kurz gucken. Ja, Hammer. Ein Holzstock, ein Holzstar, Stamm und 10 Stöcker. Butter. Gut. Und der ist wo? Hm. Ja, den verfolgen wir dann als nächstes, würde ich sagen. Hallo, Him. So, Dörbern, wo bist du denn? Stimmt, da oben wieder. Ach, du bist ja nicht Dörbern, du bist ja der Kastellan, der Jungbu. Oh. Boah, das sieht aber auch schön aus, ne? Von hier oben? Der Brücke? Auch ein schöner Landstrich. Könnte man bestimmt auch gut bauen, falls man das darf. Das weiß ich natürlich nicht. Oh, und das mag ich ja auch so. Einfach so hier runter gucken. Ich glaube, hier könnte ich auch den ganzen Tag stehen und Leute beobachten. Wahnsinn, mit den Steinen. Das mag ich auch so, die Steine einfach mal so einzeln hinzulegen. Da ist dieser große Felsen. Wir mal waren, wo ich immer noch nicht weiß, was das sein soll. Bestimmte Questbedeutung. Was für ein Ausblick. Schön, da hinten so am Wasser zu bauen. Aber ich glaube, dahinter war eine Hütte. Da waren da die Bären. Bären oder Wölfe, ich kann mich nicht mehr erinnern. Sieht einfach schön aus. Die Leute haben sich das gemütlich gemacht im Dorf. Einfach nur lebendig aus. Irgendwie mal gar nicht satt sehen. Ja, hier ist ja auch schön. Die Insel hatte ich ja auch schon mal gesehen. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwelche Tiere drauf waren. Ich meine, da waren die Büffel drauf oder die Wiesent. Wiesent? Keine Ahnung. Wiesenten. Nein, die Gans da im Fass ist ja süß. Ah ja, da hinten haben wir diese komischen Gebäude, wo ja, wo die die kleine Bäckerei da ist. Ich muss mich beeilen, die Zeit ist einfach viel zu knapp, um hier überall rumzugucken. Aber das Dorfleben ist halt einfach auch so schön. Na, Derwan, was machst du denn da? Oh, den Kastellan habe ich jetzt vergessen. Gleich schon wieder dunkel. Andere Seite vom Dorf. Da oben ist ja auch mal schön. Ich glaube, die Dächer sind hier auch so ein bisschen anders, als man selber bauen kann. Ich weiß es nicht, aber das ist auf jeden Fall hier schon mal ein richtiger Spitznach. Das ist schon mal kaputt. Die Felder. Und eine Glocke. Mittagessen. Ja, dadurch, dass jetzt so viel Deko hier überall rumsteht, sieht das Ganze so viel lebendiger aus. Kühe, die Mühle.
euch das an. Jeder hat eine Aufgabe, jeder macht was anderes. Die Leute gehen von A nach B, die bleiben nicht einfach nur stehen. Sondern die handwerken auch richtig. Also wie viel Arbeit muss da drin gesteckt haben, das Spiel zu programmieren. So, wo ist denn jetzt aber der Kastellan? Ich verzettel mich schon wieder. So, 50 Meter. Der Milchbubi ist bestimmt zu Hause. Mutti. Ne, da ist er doch. Frisur schon. Bist du gekommen, um deine Steuern zu bezahlen? Ja, bitteschön. Das sollte reichen, erste 1 Euro. Bist du glücklich? Freust du dich? Wunderbar. Ja, kannst du einen Lutscher von kaufen. Mach's gut. Ich hau ihn lieber nicht. Fliegen wir hier raus aus dem Land. Okay, so, dann würde ich... Ach so, warte, den Hammer haben wir ja noch. Hammerhart. Was hat denn? Das müsste die Anschlagtafel sein. Moment. Ja, okay, das ist eher... Hey, ist der gar nicht hier in dem Dorf? Vielleicht hier. Vielleicht muss man den... Weil hier ist das einzige Ausrufungszeichen. Hier steht Zwier. 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 Gut, wir gehen weiter. Wenn nicht, verfällt die Quest auch egal. Warte mal. Ist auch so ein schöner. Da gehen wir lang. Don't wish it were easier. Wish you were better. Ja, Entschuldigung, ich sehe immer nichts, wenn ich habe hinten keine Augen. Hier raus. Ja, also hier schon mal nicht. Da auch nicht. Das ist auch so toll hier, dass man einfach hier so drüber stratzen kann. So, hier haben wir den Hauptweg. Ach, warte mal. Entschuldigt bitte. Aber ich habe vergessen, ich muss noch Fleisch verkaufen. Das wäre schade drum, wenn wir das irgendwie vergammeln lassen. Glaube ich schon wieder automatisch. Wer hat denn hier mal Essen? Postnummer. Zeig mir deine wahre Postnummer. So, guck mal, ich habe sogar einen Ausdauertrank für dich. 6 Münzen bringt er mir. Bärenwein 25, der war doch viel mehr wert. Unglaublich, was die hier einen nur bieten. So, die Eisenarmbrust wäre 370 wert, aber die verkaufe ich nicht. Gebratenes Fleisch bekommst du und das ist nur noch 4 wert. Eieiei. Warte mal, dann nehmen wir mal... Ich habe auch noch ein Weizenbrot, ne? Bekommst du auf jeden Fall 50. Mal 200. Nehmen wir mal 30 noch. Holzbolzen brauchen wir selber. Kirschwein kannst du haben. So, dann haben wir... Axt brauche ich. Noch ein Kupfermesser. Ja, das behalte ich aber. Den Langbogen kannst du haben. Knüppel nicht, auf keinen Fall. Trank des schnellen Heilens, nein. Trockenfleisch verkaufe ich das eh schon fast hinüber. Bringt immerhin noch 16. So, und die wollte ich auch verkaufen, hier die vergifteten Sachen. Und dann haben wir noch... Das Brot ist auch nichts mehr wert. 90 Nahrung. 65. Nee, das behalten wir. Weizenbrot. Ja, du auch. So, neues Level in Diplomatie bekommen. Schauen. Diplomatiekenntnisse. So. Romeo.
10% mehr Zuneigungspunkte bei Unterhaltung mit deiner Angebeteten. Ja, aber wir sind ja die Frau. Also mit dem Angebeteten. Ich bin wirklich gespannt, wie das funktionieren wird. 20% mehr Reputation oder 5% mehr Erfahrungsgewinn bei diplomatischen Aktivitäten. Ich denke, das nehme ich. Ja, bin so sicher wie sonst was. Gut. Ja, dann ab nochmal in den Kreisverkehr. Diesmal ist gleich. So, hier sind wir. Richtig. Okay, jetzt geht's aber wirklich los. Es tut mir voll leid. Aber ich könnte hier den ganzen Tag so... Ja. Ich frage mich auch wirklich, ob es nicht besser ist, hier in der Nähe von Piastovia zu bauen. Weil zum einen guckt euch diese Farbe an. Ich muss es ausprobieren. Ich muss gucken, ob man hier bauen kann. Ah, Birken. Ja. Birken ist natürlich Endgegner hier. Zwei Baumstämme. Aber ich würde sowieso, dann hast du ja hier diesen Anblick auf das... Na, nee. Da oben auf den Berg, da möchte ich auch noch mal hoch. Oh, ich laufe schon wieder automatisch. Ich keine Ahnung, wie ich das immer mache. Ja, das sieht doch mal richtig schön aus. Also ich glaube, hier ist ein richtig toller Ausblick. Und die sind jetzt auch Birken. Das heißt, viel, viel hacken. Aber, achso, ich wollte es ja ausprobieren. Was können wir denn? Müsste man ja eigentlich schon mit... Ja. Ach, guck mal. Anderen? Hier bei Skauki und so, da mussten wir ja weiter weggehen. Aber hier kannst du ja überall bauen. Mal mit der Faust Gottes. Naja, also hier kann man überall bauen. Gut. Also, ne, die Stelle bleibt auch. Das am Wasserfall ist natürlich auch traumhaft schön. Keine Frage. Aber man muss nicht unbedingt nur einen Platz haben. Also man kann ja viele Sachen haben. Ich glaube aber, dass die Quest irgendwie erstmal wichtig sein werden. Ist ja beim Hauptspiel auch so gewesen. So, da drüben waren wir jetzt ja auch schon 1000 Mal. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Naja gut, 1000 Mal ist vielleicht übertrieben. Aber ein paar Mal sind wir da, glaube ich, schon lang gelaufen. Immer in der Hoffnung, dass wir neue Gebiete entdecken. Marsch. Und eine Brücke. Hier ist ja noch ein See. Der ist ja mal süß. Ich laufe schon wieder automatisch. Es leuchtet. Hier läuft doch irgendjemand. Ist hier nochmal Banditen oder so? Ach, Wildschweine. Ja, genau. Danke.
Ja, mit dieser schönen Brücke. Hier kannst du jetzt nicht bauen, aber das ist ja mal romantisch. Das ist so ein verwunschener Ort irgendwie. Klonika, ja, wir müssen sowieso in die andere Richtung. Pilze wachsen hier. Ich denke mal, wenn man hier bauen würde, dann würden die Wildschweine auch von ganz alleine abhauen. Aber schön. So, will ich mal ganz kurz gucken. Wir wären jetzt auf dem Weg. Hier wollte ich lang gehen, aber es ist egal. Wir gehen jetzt einfach hier lang. Ist ja irgendwann mal in Klonika ankommen. Okay, warum wechselt die Musik? Geh mal schnell auf die Brücke. Ja, dann immer so diese Jagd. Oh. Hier so ein bisschen. Hab ich mich verguckt? Ah, Wildschweine. Ich lauf mal weg. Ich mich jetzt mit einem Wildschwein anlegen? Ich glaube nicht. Okay, aber ich wollte so gern über die Brücke. Wildschwein, gehst du denn mal? Deswegen war jetzt diese Jägermusik. So safe habe ich eigentlich aus. Gut. Aber da hinten ist ja auch schön. Das hat so ein bisschen was vom Dschungel oder... Ja. Naja, Sumpf will ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen dschungelmäßig. Schau ich diesen Berg da oben an mit den Bäumen. Oder zwei Bäumen. So, hier drüben haben wir Hirsche auf jeden Fall. Achso, sind wir denn noch auf dem richtigen Weg? Ja, komm nach Klonika. Wir schaffen es. Okay, ja, mal Tongebiet. Klonika, na, ich bin gespannt. Vielleicht sollten wir uns einfach auch erstmal nur nach Klonika begeben und dann den Rest erkunden, damit ich endlich mal die vierte Stadt sehe. Okay, wir sind da. Ging ja schnell. Seerosen. Ja, komm, das ist doch hier Sumpf. Ach, das ist das abgesperrte Gebiet. Aha. Bisschen unheimlich irgendwie. Ist ein Wegweiser da vorne. Schön. Das sieht irgendwie so aus, als ob da ein Haus steht.
Wollen wir da nach Klo? Nee. Da so in die Richtung? Nee. Aber es sieht doch so aus. Es ist ein Sumpf. Boah, es ist unheimlich mit dem Nebel. Ein Wagen. Einfach mal umgekippt, wahrscheinlich im Sumpf stecken geblieben. Was ist das denn bitte für ein Gebet? Abgebrochener deines Licht. Elch, okay, Elch geht. Also, wo sind wir hier? Links wird schon wieder dunkel. Krähe, okay. Mit Krähe kann ich leben. Ist mir ein bisschen unheimlich hier. So, Ostoja, Jastovia und Klonika. Komm, hier sind doch bestimmt Banditen oder so. Was ist das bitte? Das ist so schön. Was? Vincent? Nee. Oh, verdammt. Okay, ich muss noch mal kurz zurück. Ich wollte sowieso nicht so weit gehen. Weil die Häuser noch sind. Der Elch, wollte der uns angreifen? Ich bin ehrlich, ich will Begleitung. Elch. Unheimliche Musik ist hier aber nicht. Boah, das ist aber trotzdem unheimlich hier. Kann ich rein? Nee, aber da hinten ist eine Tür. Good morning. Boah, da ist eine Leiche. Boah, hier ist Geld. Gifteter Eisenpfeil. Gott, der Arme. Supermesser. Und auch noch eine Leiche ausrauben hier. Ist das unheimlich? Ja, die Frage ist jetzt, wo wir übernachten. Wie spät haben wir es denn? 20 Uhr. Ich glaube, an der Brücke können wir nicht. Da ist ein Elch. Guck mal, da hinten ist noch so ein Gerüst. Also, ich bin gerade so sprachlos. Was ist das hier für ein Gebiet halt, ne? So, wilde Tiere. Da ist der Büffel. Alles klar. Elch. Okay, ich hätte gerne irgendwo eine Unterkunft. Also ein Lagerfeuer. Klinik. Vielleicht in der Nähe von der Brücke.
Ah. Also der Elch ist mir auch nicht ganz sympathisch, das muss ich auch mal sagen. Ich weiß nicht, ob die einen angreifen. Ist natürlich gar nicht Baum. Nein, hier kannst du überhaupt nicht bauen. Das Gebiet ist dafür gesperrt. Nee, jetzt ernsthaft, wie komme ich jetzt hier raus? Achso, da ist ein Weg rein. Monika. Okay, wir gehen ein Stück weiter. War hier mitten in der Nacht. Im finsteren Wald. Das ist nichts für mich. Monika. Ja, dann gehen wir doch gleich mal nach Klonika. Oh, ist auch so traumhaft schön. Boah. Wie schön, aber auch. Bauen wir uns hier ein Lagerfeuer und dann wandern wir am nächsten Tag einfach noch ein bisschen weiter. Ja, wo muss ich denn hin? Hier muss ich hin. Da. Taube. Ja. Die Taube sollte mir ja nun nichts tun. So, ich nehme mal noch ein bisschen Reed mit. Reed. Obwohl, wir haben eigentlich... Schlafen bis zum nächsten Tag. Boah, was für eine... Also, boah. Ich kann mal was trinken. Oh, ich habe die Lederhandschuhe an. Also, das scheint alles Sumpfgebiet zu sein. Okay, das ist gesperrt zum Bauen. Verständlich. So, gehen wir jetzt nach Klonika oder gehen wir nochmal ins Sumpfgebiet? Nee, komm, wir gehen jetzt erstmal nach Klonika. Aber das ist ja mal ein richtig interessantes Gebiet. Da scheint es irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Dorf ist, was untergegangen ist, also wassertechnisch, vielleicht überflutet worden ist, so wie das hier so aussieht. Ja. Und cool ist, dass wir eigentlich hier dann hochgehen könnten, weil das Stück haben wir uns ja auch noch nicht angeguckt. Klonika zu bauen. An Klonika. Müssen wir mal gucken. Aber wir sollten schon so ein bisschen zentral sein. So, jetzt bin ich echt gespannt auf diese Stadt. Oder Dorf oder was auch immer. Oh, die satte Grün. Oh. Ahornstumpf. Haben ihre Bäume abgeholt. Die leben also im Holzhandel. Wow. Oh, ich hoffe, wir können auch so eine Sache bauen. Das sieht ja mal cool aus. Umgefallen. Hier ist der Kutscher. Entschuldigung, ich bin aus Versehen automatisch gegangen. Ganzen Bäume abgeholzt. Aber ja, ist ja auch eigentlich logisch, ne? Klonika, wir sind da. Ich lasse mal hier gucken. Und anscheinend Apfelbäume. Ja gut, ich brauche gar nicht überlegen, ob... Oho, Gnivosatka. Nee, warte mal. Gnivosatka. Also das ist ja mal ein Name, den man sich auch nicht so gut merken kann. Aber hübsches Mädchen. Was gibt's Neues? Ehrlich gesagt, nichts. Vor allem nicht für mich, weil ich auf den Plantagen arbeite. Es muss doch wenigstens eine Sache geben, die erwähnenswert ist. Früher habe ich mir wegen der Wildschweine Sorgen gemacht. Die kamen, um das faule Obst zu fressen, das von den Bäumen fiel. Aber selbst sie kommen immer pünktlich, als ob sie verzaubert wären. Interessieren sich die Jäger nicht für sie? Sie wären doch einfache Beute. Ich habe ihnen mehrfach davon erzählt, aber irgendwie sehen sie keinen Reiz darin. Als würde das ihre Fähigkeiten abstumpfen lassen oder dergleichen. Sie wollen sie zu gleichen Bedingungen jagen. Es ist gut, dass es uns nicht um Nahrung mangelt. Hm, du hast recht, sie sind sonderbar. Okay, leb wohl. Danke für das nette Gespräch.
Ja, da läuten doch gleich die Kirchenglocken, wenn wir hier das Dorf betreten. Das ist die Imkerei, ne? Bienenstöcke. Oh, mit der Wäsche auf der Leine. So, wo ist denn jetzt der Eingang hier? Da war er. Hier war er. Ja, standesgemäß hier reingehen. Taubenschlag. Ein Taubenschlag. Palislav. Guten Morgen. 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 Guten Morgen. Interessiert es euch, dass ich neu bin? Milovoj. Schicke Mütze. Morgen. Prato Müller. Und? Dabrovka, warte mal. Dabrovka, was beunruhigt dich? Ist 22. Ich mache mir Sorgen um meinen Mann. Seitdem er einen Unfall hatte, benimmt er sich so seltsam. Was für ein Unfall und was meinst du mit seltsam? Ein Baum hat ihn getroffen. Das hätte auch mir passieren können. Als er gerade dabei war, ihn zu fällen, seitdem redet er nur noch von irgendwelchen fürchterlichen Spielentwicklern und NPCs. Was? Was auch immer das sein soll. Ich verstehe ihn überhaupt nicht. Vielleicht kannst du mit ihm reden. Fürchterliche Spielentwickler und NPCs, sagst du? Ich kann es versuchen. Nein, was ist das denn? Ich bin ein NPC. Sprich mit Falislav. Sind wir nicht gerade an dem vorbeigelaufen? Oh nein, das musste ich jetzt annehmen, aber ich fürchte, wir können... Doch, es ist eine Story-Quest. Ja, sehr gut. Ich bin ein NPC. Wie geil ist das denn? Erstmal gucken hier. So, hier haben wir die Tümpel. Sieht auch so gut aus. Aber es scheint keine Hauptstadt zu sein. Ich weiß nicht. Das ist die Vorstadt. Aber schön ist es hier auch. Aber nicht ganz so, ja, wie soll ich sagen, so farbenfroh wie in Jastovia. Oh Gott, Wieslav, keine Sorge, ich habe mir nicht in die Hose gemacht. Ah, das ist aber schön. Hier haben wir einen Schweinebauern. Ziabora und Schweine. Die mache ich jetzt aber nicht. Oh Mann, ich muss den Knüppel wegklären. Ich unheimlich. Und unhöflich. Erstmal die Häuser begutachten. Wow. Boah, das muss das ganz große Haus sein. Das ist ja mal schön. Naja, bis auf das. Also ich weiß nicht, ob ich so wohnen möchte. Auch das Dach. Milobor, du bist doch ein Händler. Zeig mir deine Ware. Also, was hast du denn? Eine einfache Fackel. Holzbecher, Holzlöffel, Holzrad. Also lauter Holzsachen. Mhm. Holzteller können... Ach nee, ich habe das Rezept noch gar nicht. Ne? Ah, die Zwiebeln habe ich auch gar nicht mitgenommen. Könnte man nämlich gebratene Zwiebeln mit. Oh, noch eine Händlerin. Ja, wir sind's. So, du hast lauter Tränke. Mhm, mhm. Und Pilze. Tarntrank. Mit einem Kräutertisch der Kräuterhütte hergestellt, lässt Wildtiere für eine Weile friedlich werden. Kann getrunken werden. Das ist ja mal auch nicht schlecht. Dann kannst du dich an den Bären oder an den Wiesent vorbeischleichen. Ohne, dass sie dich angreifen. Can I interest you? Have a nice day. Nee, leider nicht. Ich muss Geld sparen. Bin nur neugierig. Niedern. Hat aber schickes Röckchen an. Auch schön gemacht, finde ich. Slava. Ach, da geht's noch weiter. Ach, ich denke mal, das sind die Heimatlosen da hinten. Ist das Dorf dann schon zu Ende? Warte mal. Nee, das ist doch ein Riesengebiet. And a roof over my head, of course.
arbeite für Essen. Oh, ich arbeite für Essen und Wasser und etwas Brennholz. Oh, das sowas tut mir auch richtig leid. Das muss so schwer gewesen sein. Oh, dies, also es ist so grün. Die haben das so toll gemacht mit dem Frühling. Aber ich frage mich natürlich... Okay. Ich wollte noch die Armbrust ausprobieren. Aber so... Na, werden hier doch keine Feinde wohnen. Aber krass, mit den Stachelfallen. Feind oder Freund? Wie kann eine so bezaubernde Frau noch nicht vergeben sein? Hast du mich? Sie nie? Chebor, ein Händler ist es. Der wohnt hier. Zeig mir deine Ware. Mhm. Curvebogen. So irgendwas, was wir gebrauchen können. Nee. Holzbolzen könnte man gebrauchen, aber... Ja, du auch. Jaropelk. Jaropelk, was ist mit dir los? Kannst du mir etwas über diesen Ort hier verraten? Vorsicht vor den Waldbewohnern. Die Wälder im Norden sind gefährlich, Reisende. Nimm dich vor umherstreifenden Gesetzlosen und wilden Tieren in Acht. Und was für ein Problem gibt es mit den Gesetzlosen? Ja. Sie verscheuchen das Großwild in der Wildnis. In der Nähe unserer Siedlung würden sich die Schurken nicht wagen. Hier gibt es zu viele Bögen und Äxte, die bereit sind, ihnen die Knochen zu brechen. Aber ihre Zahl ist in letzter Zeit gestiegen. Ich verstehe, ja. Gut, leb wohl. Ja, du auch. Geh mal ein paar Wildschweine jagen. Okay, was ist das hier? Also, das ist eine interessante... Oh, Stiel. Nee, stehlen wollen wir nicht. Nee, wir stehlen nicht. Aber, kleines Dorf und anscheinend viel drumherum. Bauen können wir hier nicht. Waldbewohner. Guck mal, das ist eine Falle, eine Kaninchenfalle. Ist ja auch ein Hauptweg irgendwie. Ja. Wie lange kann man sich immer erstmal wieder ganz gut orientieren? So, guck mal, das geht hier noch ganz schön weit. Das ist alles gesperrtes Gebiet anscheinend. Gucken wir mal nach einem Lagerfeuer. Ja. Alles gesperrt. Okay, dann gibt es hier auf jeden Fall noch mehr zu sehen. Aber gibt es dann auch Feinde? Aber es dürfte es ja eigentlich nicht, wenn das Gebiet gesperrt ist. Seeadler. Aber hier ist doch... Banditencamp oder Heimatlose? Für den Elchen habe ich auch Respekt, muss ich sagen. Kann ich mitnehmen. Nee, nee, abbrechen. Wie das sind hier. Das wundert mich jetzt doch, dass die dann hier hinkommen können. Nur noch ein Pelz. Mach mal ein Lager noch. Ist hier aber nicht. Guck mal, da drüben ist ja noch mal was. Oder sind das...
Oh, Elche, wirklich, ich mag euch nicht. Ich mag keine Kühe und ich mag keine Elche und Bisente und Bisente. Ist auch nicht so meins. Gott, was für Tiere. Oh. Oh. Die können wir verkaufen. Gott, die machen so komische Geräusche. Ich will nicht schon wieder sterben. Hirsche. Hirsche sind mir lieber. Guck mal, was ist denn da oben? Warte mal. Wir sind hier. Kannst du noch weiter gehen? Aber ich will mal ganz kurz gucken, was hier ist. Okay. Könnte eine Höhle sein. Ja. Oha. Ja. Also ein Bär wird mir hier nicht angezeigt bislang. Aber dann gibt es ja hier ganz schön viele Höhlen und Minen. Eine Mine. Eine leere. Nein, es ist wieder so eine Durchgangsmine anscheinend. Nee. Soll eine werden. Ist noch nicht fertig gebaut. Ist unheimlich. Ja, hier kommen wir nicht weiter. Okay, es ist einfach nur eine Höhle. Naja. Da hier aber kein Kupfer und kein Erz zu sehen ist, kann es auch sein, dass hier Bären wohnen. Krass. Okay, zum Abbauen ist aber hier nichts. So, dann würde ich sagen, wir gehen einfach noch ein bisschen hier den Weg lang. Und auf der anderen Seite kann man ja zurückgehen. Jagdgebiet Krähe. Mal, da ist noch eine Hütte. Also, das ist ja mal unglaublich, wie viel es hier auf dieser Map zu entdecken gibt. Also, es ist eine Jagdhütte. Eine alte. Hat jemand seinen Sperrmüll untergebracht? Okay, aber du kannst hier nichts looten. Aber auch cool hier mit dem Baumstämmen. Na gut, man geht immer noch über Wasser. Vom Geräusch her. Aber eine gute Idee ist es auf jeden Fall. Ja, aber also bauen möchte ich hier hinten nicht. Also das käme jetzt als Wohngebiet irgendwie nicht in Frage. Ist so ein bisschen, die Schwingung ist so ein bisschen
Komisch. Ach, wir sind auch wieder draußen. Alles klar. Auf der anderen Seite zurück. Ja, das hat so ein bisschen was... Ja, gruselig will ich nicht sagen, aber... Was Merkwürdiges an sich. Da, guck mal, hier kannst du sowieso generell gar nicht bauen. Das ist eigentlich wie in Ostoja. Stadt ist schon längst zu Ende und du denkst dir, boah, du kannst da bauen und alles ist gesperrt. Also da habe ich ja auch immer noch ein bisschen traurig drüber, dass wir da nicht bauen dürfen. An dem wunderbaren Wasserfall. Aber es ist so ein bisschen vom Gefühl her wie der Sumpf. Nicht. Und diese. Ja, und hier haben die Waldbewohner alles abgeholzt. Ja, hier war ich, glaube ich, schon, ne? Ja, hier kannst du nämlich stehlen. Okay, dann wohnen da hinten also ein paar Gesetzlose, die irgendwo jetzt sind. Ja. Diese epische Musik. Ich würde mir mal ganz kurz den NPC, den so witzig... Wo müssen wir denn da eigentlich hin? Huch. Der ist nicht hier. Und der? Ist dann Produktion, Tierhaltung, das brauchen wir alles nicht. Alle Gebäude hier. Achso, Quest, doch, wir können Quest machen. Nicht gesagt, ihr Mann macht sich große Sorgen um ihren Mann. Er scheint zu viel zu wissen. Die vierte Wand bröckelt. Hörst? Sprich mit Falislav. Aber wo ist er? Piastovia? Nee, da steht ja Svia. Nee. Ist gar nichts. Wenn ich den verfolge. So. 19 Meter, alles klar. 19 Meter, alles klar. Muss hier irgendwo im Wald sein. Ah, oh, diese doppelte Anzeige. Warte mal, ich muss das mal wegmachen hier von der Karte. 19 Meter, 18 Meter. Sitzt du hier unten etwa? In der Taverne? Da bist du doch, Falislav. Na, sag ich doch, wir haben dich vorhin gesehen. Ja, Alkohol ist auch keine Lösung. Oh, ein Spielecharakter. Der einzige Grund meiner erbärmlichen Existenz. Ja, ich bin nicht sicher, ob ich verstehe. Ach, das will ich nicht so sagen. Es gibt viel mehr Gründe dafür, als du dir vorstellen kannst. Du bist dir also deiner selbst bewusst geworden. Was für eine Quest hast du für mich? Geil. Was für eine Quest hast du für mich? Supposedly they're addressing us people's grandmas now. Sicher, lass uns direkt zum Questziel kommen. Wer will schon damit Zeit verschwenden, sich die Probleme eines unbedeutenden NPCs anzuhören, der sein ganzes Leben lang nur auf diese Quest gewartet hat, die wahrscheinlich das einzig Interessante ist, das ihm je passieren wird? Oh, wie schön. Tut mir leid, aber es gibt noch so viele andere Dinge, die ich in diesem Spiel noch machen will. Ich bin sicher, dass es viele andere Spieler gibt, die sich mehr auf Quests konzentrieren. Oder so ist das doch gar nicht. Ach komm, so ist das doch gar nicht. Wir trösten ihn.
Nicht? Und wieso sollten dich meine Gefühle interessieren? Ich habe nicht mal eigene. Alle, die ich habe, hat Carolina sich ausgedacht, weil sie dachte, dass eine Quest mit einem Depressiven sich seiner selbstbewussten NPC witzig wäre. Das ist ganz sicher nicht meine Vorstellung vom Spaß. Nun. Ja, also es ist anders. Also hat diese Carolina oder jemand anderes auch eine Aufgabe für mich geschrieben? Seufzt sicher, wie auch immer. Soll ich verlangen, dass du mir etwas bringst oder dass du die Population der lokalen Fauna dezimierst? Vielleicht solltest du mir einfach ein Holzrad geben oder ein Wisent töten. Warum ein Wisent? Wozu solltest du ein Rad brauchen? Ja, wirklich. Um es mir auf meinen verdammten Kopf zu setzen. Jetzt bist du plötzlich interessiert? Du bist es, die hier eine Belohnung braucht. Also, Rad oder Wisent? Bitte nimm das Rad. Nimm eins von beiden. Oder beide. Mir ist es gleich. Geh einfach weg. Ich kann dich nicht länger ansehen. In Ordnung. Nee, was ist denn da los? Was ist denn da los? Ist ja gemein. Jage Wisent oder Holzrad oder beides. Ja, toll. Danke auch. Spieleentwickler, Wisent. Weißt Bescheid, ne? Gibt's denn hier Wasser? Ich habe ja keins gesehen hier auf dem ganzen Weg hierher. Boah, ein Wisent. Das könnte man mit der Armbrust versuchen. Aber er hat doch gesagt, oder. Also, Selbsterkenntnis hat Falislav nichts als Leid und Bitterkeit gebracht. Seine Aufträge mögen nicht besonders sinnvoll sein, aber sie müssen getan werden. Zum Glück sind keine weiteren NPCs auf dieselbe Weise erwacht, sonst müssten die Entwickler den Beruf des Psychologen mit ins Spiel einbauen. Oder ein ganzes Dorf voller Psychologen. Ja, geil. Okay. Ja, schön. Ach, warte mal, wir haben doch noch diese komische Quest mit dem Hammer. Hammerhart. 1000. Doch. Nein. Ich hoffe, mein Mikrofon war jetzt nicht die ganze Zeit aus. Oh, verdammt. Ich hab's gerade gesehen. Ja, muss ich schauen. Windows Update. Also, was ich mich gerade gefragt habe, ist, ob Hammerhart hier in der Nähe ist, aber es ist tatsächlich in Piastovia. Da müssen wir den Hammer abgeben. Das sollten wir auch machen, ich meine, Reputationspunkte noch zu bekommen. Ist auch gar nicht so schlecht. Wir haben noch einen Tag bis zum Sommeranfang. Die Zeit rast eigentlich in dem Spiel. Und ein Wisent zu töten und ein Holzrad zu besorgen, ja gut, kann man machen. Wie spät haben wir es eigentlich? 18.04 Uhr. Ich würde so gerne hier oben auch noch ein bisschen langlaufen. Also außerhalb der Begrenzung, also. Und? Da kommst du gar nicht hin. Ja, da käme ich hin. Okay, das. Hier war das gesperrte Gebiet. Hier war es drüben auf der anderen Seite. Den würde ich schon gerne. Wir gehen mal in diese Richtung, würde ich sagen, bis wir schlafen müssen. Also, Klonika ist jetzt nicht die Stadt, die ich tatsächlich... Also, die hat mich nicht verzaubert. Also, tatsächlich, Stoja war so... Die hat mich echt verzaubert. Piastovia ist auch eine wunderschöne Stadt, hatte auch diesen Wow-Effekt. Ja, und ich denke mal, da sollten wir uns dann in der Nähe irgendwie niederlassen. Ist natürlich auch schön. Schön grün. Hirsche. Hier wäre dann der Sumpf in der Nähe. Und Banditos.
Wildschwein. Nicht noch Banditencamp aus. So, 2 Roggenbier und 2 Salzfleisch. Den Rest denken wir uns einfach. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen mit dem Wildschwein. Mit den Ahornbäumen. Also der Blick aufs Wasser ist ja auch mal traumhaft schön. Wir sind jetzt hier. Drüben ist ein Büffel, den will ich jetzt aber nicht angreifen. Noch ein Büffel. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein kleines Schläfchen. Nee, immer wieder klicke ich hier hin. So, wie spät haben wir es? 19.27 Uhr. Das heißt, ihr müsst nach Piastovia, um den Hammer abzugeben, was jetzt aber nicht ganz so dramatisch ist, wenn man es nicht macht. Hier oben könnte man nochmal gucken, durchs Sumpfgebiet. Wir können natürlich auch hier so einen Bogen gehen. Nee, das macht auch keinen Sinn. Ich würde gerne hier lang gehen. Aber hier sind wir nicht rumgegangen. Hier ist auch noch eine Ecke. Ich weiß nicht, haben wir das schon gesehen? Ich muss mal gucken. Man müsste eigentlich sehen, wo man war, wenn die Tiere da sind. Mhm. Ah, guck mal, voll der Weg, den wir gegangen sind, ist ja interessant. Ah, hier sind die Büffel. Nee, Wildschweine. Mhm. Also hier möchte ich auch noch mal gucken. Das war der Wasserfall, glaube ich. Mal hier Skauki. Naja, bin ich mal gespannt. Wie gesagt, man kann auch hier bauen, da wo wir unser Haus stehen haben. Erstmal. Also vorm Winter möchte ich auf jeden Fall ein Zuhause haben. Weil, ja, dann ist schön rumzuwandern und so. Es macht doch richtig viel Spaß, alles anzuschauen. Aber so langsam juckt es mir doch auch in den Fingern, ein bisschen was zu bauen. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal unser Schläfchen. Und ja, sehen uns dann hoffentlich, wenn ihr möchtet, beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss mal schauen, ob das Mikrofon nicht unterwegs mal kurz aus war. Dann gibt es eine Nachsynchronisation. Mal gucken, was mir dazu einfällt. Ansonsten hoffe ich, dass alles geklappt hat. Also macht's gut, habt einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.